an Tobias. Wow, tolles Bühnenbild. Love, 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 love. Die Jungs haben gelacht. Mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich Nein Danke auf mein Parker gelegt. Das hat sie damals alles nicht interessiert. Seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen, wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tasche und Herz. Und dann kaufst du einen Ring und Nerz. Ein Lassi-Fabrik. Und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein Actionheld. Kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Nur wie sie gehen und stehen. Kein Boss und kein Actionheld, kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Also, ich finde, gegen Ende hat er dann zum Glück ein bisschen Gas gegeben. Ich finde, das war dann irgendwie ganz cute. Ich muss echt kurz an dieser Stelle sagen, die Bühne gibt mir heute nach den ersten zwei Songs schon mehr. Wir haben keine Gruppennummer gehabt. Ja. Entschuldigung. Warum nicht? Keine Zeit, kein Geld. Volksschullehrer wieder. Volksschullehrerin? Ja. Lehrer. Also er ist entzückend. Wie heißt der? Jonathan. Genau. Ich finde, was... So, das ist jetzt meine Meinung. Aber bitte. Ich finde, was für junge Kandidatinnen besonders schwer ist, ist immer Jazz und Swing zu interpretieren, weil die meisten mit dem Genre, ich sag die meisten, wahrscheinlich eher keinen Kontakt hatten. Mhm. Und da fragen sie immer, ja, was ist wichtig für Jazz oder Swing oder für das Genre? Aber es ist schon wichtig, sich ein bisschen reinzuhören und mit dem Genre auseinanderzusetzen, um einfach ein Gefühl fürs Timing, für die Frasierung und so weiter zu bekommen. Und ich finde, man hat gehört, dass er vielleicht noch nicht ganz so viel Jazz-Erfahrung hat, aber dafür ist es echt gut hingecoacht und gut gemacht, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überbewerte. Also ich habe erst weiter, cute, good for you, voll.